Die amerikanische Ballsportart Football begeistert auch in Deutschland immer mehr Menschen. Und das nicht nur vor dem Fernseher. Tatsächlich steigen mit den Einschaltquoten für den Super Bowl und die laufende NFL-Saison in den letzten Jahren auch die Zahlen der deutschen Footballspieler und Vereine. Auch die beiden Brüder Jan und Marc Bartosch aus Leonberg wollten nicht nur zusehen. Sie gründeten kurzerhand ihren eigenen American Football Club, die Leonberg Alligators. Wir haben uns halt immer mit ein paar Kumpels getroffen, haben auf so einem kleinen Feld gespielt hier in Leonberg und irgendwann sind es halt immer mehr geworden und der Platz ist eigentlich ein Ackerplatz und es war jetzt auch nicht wirklich Football, das war eher so Rugby-mäßig, haben wir uns halt einfach so ein bisschen geklopft, ein paar Bälle geworfen und haben wir irgendwann gesagt, weil ich hier auch Trainer bin, ob man nicht hierher kann auf das Feld. Und da habe ich mal angefragt und dann haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich ganz cool, das macht Spaß und wie gesagt, das hat mehrere Leute begeistert, hier im Umfeld, auch in den Nebendörfern und so weiter. Und irgendwann sind wir halt echt wirklich so viele geworden, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich hier dauerhaft her. Inzwischen sind die Alligators eine eigene Abteilung des TSG Leonberg. Aus dem gelegentlichen Footballspiel unter Freunden wurde ein Verein mit rund 35 Mitgliedern und festen Trainingszeiten. Noch stehen die Jungs aber ganz am Anfang. Wir haben hier ungefähr 95% Leute, die noch nie einen Football in der Hand gehabt haben. Und die Spieler, die in einem Verein gespielt haben, die haben das auch eher nur so ein Jahr gemacht, mal so ein bisschen angetestet. Das heißt, unser großes Ziel ist erstmal, aus den Jungs Footballern zu machen. Und dann ziehen wir natürlich auch mit der Härte an. Im Gegensatz zu den etablierten Footballvereinen ist bei den Leonberg Alligators grundsätzlich jeder willkommen. Alter und Erfahrung sind dabei erstmal zweitrangig. Es ist halt wirklich so, dass hier jeder eine Chance halt bekommt und jeder darf mitspielen, jeder darf auch seine Position mal testen. Also wenn er sagt, okay, Receiver ist nichts für mich, Coach, darf ich vielleicht mal irgendwie die Defense? Klar, kein Problem. Also wir gucken natürlich schon, dass die Leute irgendwann eine Position haben und die auch spielen können. Aber wie gesagt, am Anfang, das kann jeder herkommen und kann auch einfach so aus Freizeit, Spaß, weil er Bock hat, den Sport einfach zu machen, kann er zu uns kommen. Und das ist halt bei den meisten anderen Vereinen, ist halt eher der Leistungsdruck, der dahinter steht. Wir gucken, dass wir auch sozial Schwache unterstützen. Das heißt, wir bieten halt Modelle an, wo wir zum Beispiel Ausrüstung, den Art Kredit geben, dass das quasi ein offener Austausch zwischen Spieler und Coaches ist. Und des Weiteren versuchen wir halt, gerade die Trainingsatmosphäre extrem den Spielern anzupassen. Das heißt, wenn wir sehen, Leute kommen nicht ganz gut klar, versuchen wir, diese besser zu integrieren. Das heißt, bei uns ist halt das Soziale im Vordergrund. Ermöglicht wird dies mit Hilfe von Sponsorengeldern. Harald Seitz, Geschäftsführer des Goldunternehmens Karadbas und der Hauptsponsor der Mannschaft, glaubt an den Erfolg seiner Alligatoren. Ich habe auch mal angefangen und ich weiß es zu schätzen, wenn junge Menschen zu mir kommen und wirklich enthusiastisch und mit voller Energie da sind und ihr Projekt erklären und da habe ich halt eine Schwäche dafür und deswegen habe ich da auch ein bisschen was investiert. Für die Zukunft haben sich die Jungs bereits so einiges vorgenommen. Noch nimmt die Mannschaft aber an keinem aktiven Spielbetrieb teil, Anfang nächsten Jahres soll sich das aber ändern. Wir arbeiten jetzt gerade die ganze Zeit schon auf unser erstes Spiel hin, unser Showspiel. Das wird am 19.02. stattfinden und das soll halt quasi so der Auftakt werden. Da haben wir unsere Partnermannschaft, die Pattonville Generals, gegen die wird das Spiel stattfinden. Und da sind wir, wie gesagt, gerade wirklich dran, schon alles so vorzubereiten und zu gucken und das dann halt groß aufzumachen, dass die Leute uns kennen. Und dann wollen wir wirklich nächstes Jahr dann mal anfangen mit einer U19. Vielleicht kriegen wir noch eine U17 gestellt und dann vielleicht 2018 dann auch im Herrenbereich zu starten und vielleicht auch drunter. Oder dann müssen wir gucken, je nachdem, was wir für Material dann in der Mannschaft haben und was wir halt denken, was wir stemmen können. Und dann gucken wir. Aber es wird auf jeden Fall, es kommt noch einiges. An Motivation und Liebe zum Sport mangelt es den Spielern der Alligators jedenfalls nicht. Und wer weiß, vielleicht machen die Football-Newcomer aus Leonberg bald auch den etablierten Stuttgarter Mannschaften Konkurrenz.